Hallo, einen schönen guten Tag wünsche ich euch heute am 31. Januar 2016. Der Januar geht um, der Februar beginnt morgen. Die Zeit rast und was noch nicht so richtig rast, jedenfalls bei mir persönlich nicht, sind die Novitäten für das Jahr 2016. Ich kann euch aber versprechen, dass jetzt Mitte Februar ein Schwall von Neuerscheinungen kommen wird, wo wir dann das ein oder andere hier dann vorstellen werden. Heute habe ich ein Buch dabei, was gerade erschienen ist. Vor wenigen Tagen, die anderen sind, im Fernsehen würde man sagen, Konserve. Ich sage einfach zwar etwas älter, trotzdem gut. Und ich will euch nicht auf die Folter spannen, denn das finde ich, muss nicht sein. Fangen wir gleich an, in Medias Res zu reden. Ihr merkt, ich habe heute meine kulturelle Stunde. Das erste Buch, was ich habe, ist Mark Twain. Er hatte eine Autobiografie geschrieben, die in seinem Testament so hingestellt wurde, dass sie erst 100 Jahre später veröffentlicht werden darf, um Leute, die zu dem Zeitpunkt, als Twain selber lebte, nicht auf den Schlips getreten werden. Denn das hätte sicherlich die eine oder andere Klage gegeben, das, was er hier drin schreibt. Das ist ein erster Teil seiner Autobiografie, ein wirklich sehr, sehr schön gebundenes Buch. Mit knapp 60 Euro ist es auch gut dabei. Und wer Mark Twain mag, und ich hoffe, das sind viele, der wird auch in dieser Autobiografie viel Bonbons finden, die ihm zum Lachen bringen werden. Denn Mark Twain ist ein scharfer Geist und er kann genauso kritisch sich gegenüber sein wie allen anderen, auch der Gesellschaft. Und das wird hier in diesen verschiedenen Biografien, denn er hat mehrere verfasst selber und auch nie so richtig versucht, sie zu veröffentlichen zu Lebzeiten. Er hat sie gesammelt und die sind zusammengetragen worden. Was dieses Buch so wertvoll macht, ist ein kleines Beiwerk, das auch dazu gehört. Das sind Kommentare und Hintergründe zu seiner Autobiografie, die sehr wichtig ist, weil ohne diesen Hintergründen würde man das eine oder andere überhaupt nicht verstehen. Dasselbe gilt für den Kommentarteil, der sehr ausführlich ist und uns sehr viele Einblicke in das Arbeiten von Mark Twain zeitigt. Ein tolles Buch, man kann sich drin vertiefen und wir wissen seit Goethe, dass Autobiografien auf Wahrheit und Fiktion beruhen. Und das ist auch hier sicherlich der Fall, mit Augenzwinkern das eine oder andere von Mark Twain verfasst. Ein tolles Buch, was man wirklich über die Jahre lesen kann. Man muss es nicht am Stück lesen, aber trotzdem sollte man es zügig hinter sich bringen, denn man möchte ja doch die Hintergründe dann erfahren, wer es liest. Ein Muss für mich. Ebenfalls ein Muss ist ein Werk, was letztes Jahr erschienen ist von Regina Scheer, Machhandel. Machhandel, ich dachte zu Beginn, es ist der Machhandelboom. Wir kennen ja dieses Märchen von den Brüdern Grimm, aber es hat mit dem Baum überhaupt nichts zu tun. Machhandel ist ein kleiner Flecken, ein Dorf in Ostdeutschland und dort spielt die Geschichte. Clara, die 1985 ihren Bruder Jan noch einmal besucht, der Deutschland, die DDR verlassen will und ausreisen möchte. Sie fährt nochmal in dieses Dorf Machhandel mit ihm hin zusammen, ohne dort so richtig zu ahnen, dass diese Geschichte für die Familie, für die eigene Familie, doch mehr biografische Hintergründe hat, als zu vermuten ist. Denn auch ihr Vater Hans lebte dort in einer Datscha und schon in den 30er Jahren und ihr Vater war Kommunist. Und dann klingt es bei den meisten, Kommunist und 30er Jahre bedeutet schon Verfolgung, wenn nicht gar Verhaftung und Tod. Und es wird aus verschiedenen Sichten geschrieben, einmal aus der Sicht von Clara, ihres Bruders, Hans, in der Zeit der 20er, 30er Jahre. Also es ist eine Familiengeschichte, die quer bis in die Gegenwart hineingeht. Das Dritte Reich genauso beinhaltet wie nachher die DDR und die Wirren bis zur Wiedervereinigung. Ein Buch, was sehr gesellschaftskritisch geschrieben ist, trotzdem ein Roman, sicherlich auch mit autobiografischem Hintergrund. Und es lässt sich locker, leicht, schön lesen. Die Sprünge in der Zeit machen gar keine Probleme, weil sie durch die Kapitel und auch der Sichtweise steht jedes Mal davor, aus welcher Sicht es geschrieben wird. Es macht einen dann einfach, das auch zu lesen. Und wenn man fertig ist, hat man wieder ein Stück Zeitgeschichte gelernt oder auch, was man schon wusste. Ein wirkliches interessantes Buch, was Spaß macht zu lesen. Natürlich anders als Mark Twain, aber trotzdem
mit autobiografischen Zügen. Also Machandel, ein kleines Dorf in Ostdeutschland zu DDR-Zeiten, ein Weiler, ein Kaff, wie heute auch. Der September 2015 war für viele Fans der Fantasy-Romane ein wichtiges Datum. Mitte September 2015 erschien der 9. und letzte Teil der großartigen Geschichte Skaldagerry Pleasant. Dieses Buch oder diese Reihe hat mich auch 9 Jahre begleitet. Ich habe also alle Bände gelesen und dieser 9. Band ist der absolute Abschlussband. Es wird nichts mehr kommen. 9 Jahre hat es gedauert, was die Geschichte hier geschrieben wird, und als ich es angefangen hatte, ein bisschen mit Wehmut, weil ich wusste, wenn ich damit fertig bin, habe ich diese ganze Saga gelesen und mit den Höhen und Tiefen der Personen, der Protagonisten, und ich muss sagen, ich hatte leichte Bedenken, dass es vielleicht doch zu locker hingeschrieben wurde, und da der Schluss war wirklich für mich nicht vorhersehbar, das finde ich natürlich gut. Was wird mit Dakis in dieser Geschichte? Und er hat es gut gelöst. Er hat es sehr gut gelöst. Es ist in sich schlüssig. Es ist eine tolle Idee, wie er die Wendung geschafft hat. Und als ich fertig war, war ich froh, es hinter mich gebracht zu haben, diese 9 Bände. Und ein bisschen mit Wehmut, aber trotzdem zufrieden, dass ich weiß, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Skaldagerry Pleasant, der erste und einzige Detektiv, der Skelettdetektiv, mehr auf der Welt gibt es nicht. Eine tolle Idee beim ersten Band, sehr humorvoll. Die Serie entwickelte sich sehr unterschiedlich in den Bänden. Der erste Band lebte von dem Witz der Dialoge, und jetzt die weiteren Bände wurden immer und immer spannender. Die Zielgruppe am Anfang zwischen 10 und 14, mittlerweile zwischen 14 und 98,5. Ja, also Abschlussband Nummer 9, und wer die Reihe nicht kennt, hat was verpasst, aber die Bücher gibt es ja noch. Man kann sie sich noch besorgen. Ja, ich sagte es ja schon zu Beginn, wir haben wieder oder zum ersten Mal ein Buch aus dem Jahre 2016. Vor wenigen Tagen erschien es im Rütten und Löning Verlag, das heißt in der Aufbau Verlagsgruppe. Andy Jones 2 für immer. Ein in England spielender Roman erzählt die Geschichte eines Liebespaares Ivy und Fisher, die sich kennengelernt haben und sich ineinander verliebten, die ersten Tage immer zusammen waren, egal wo und wie, das Bett nicht verließen, die Wohnung nicht verließen. Und mit der Zeit, jetzt sind sie schon ein paar Wochen zu Beginn des Buches zusammen, überlegen sie sich schon, wie das ist, zusammenziehen, zusammenleben, es gibt Krisen, ohne dass sie wissen, dass eigentlich die ganze Geschichte für sie schon vom ersten Tag an vorgeprägt war, denn die erste Begegnung endet mit der Schwangerschaft von Ivy. Das bedeutet, weil Fischer ein Sohn eines Predigers ist, eines Religionslehrers, dass er natürlich das Mädel heiraten wird, eben wegen der Schwangerschaft, aber auch, weil er sie liebt. Oder liebt er sie nicht, oder meint er könnte sich in sie verlieben. Das Kind wird geboren, und es gibt die Höhen und die Tiefen, die eine Beziehung hat. Was dieses Buch so interessant macht, es ist also eine Liebesgeschichte, wo ich jeden bitte, das ein oder andere Taschentuch neben sich zu legen. Es wird ihren Zweck erfüllen. Aber was das Buch so interessant macht, auch in meinen Augen, ist, es wird aus der Sicht des Mannes geschrieben. Und besonders interessant wird dann der Abschnitt, wenn es um die Schwangerschaft und die Geburt geht, eben aus der Sicht des Mannes, wie er damit umgeht, was er da empfindet, was er erfährt. Und das fand ich wirklich schon fast grandios von dem Autor Andy Jones, wie er das hingebogen hat. Und ein Buch, das jeder lesen kann, jeder, das bedeutet, es ist kein Frauenbuch, auch wenn es wieder eine Liebesgeschichte sind, der eine oder andere sagt, oh Gott, eine Liebesgeschichte, da haben wir schon genug von. Das mag zwar sein, aber es ist ein anrührendes Buch, ein humorvolles Buch und eben ein Buch, was die Taschentuchindustrie wieder voranbringen wird. Bitte lest es und habt Spaß dabei, so wie bei den anderen Büchern. Ja, damit ist das Jahr 2016 auch mit den Büchern eingeläutet. Es werden im Februar einige hochinteressante Bücher erscheinen, die ich euch dann vorstellen werde. So ab Mitte Februar kommen dann die neuen. Wir werden immer mal ein paar alte zwischen haben und dann eben die 16er Bücher. Und ja, das war's mal wieder aus unserer kleinen Bibliothek hier in Essen. Ich hoffe, das ein oder andere hat euch Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, habt eine gute Woche. Wir hören und sehen uns dann am nächsten Sonntag. Macht's gut. Bye-bye.